Im niedersächsischen Weg haben wir nun einen zweiten Meilenstein erfolgreich erledigt. Die Vertragspartner des niedersächsischen Weges haben einvernehmlich Formulierungsvorschläge zur Änderung des Naturschutzgesetzes, des Wassergesetzes und des Waldgesetzes erarbeitet. Die jetzt geplanten Änderungen sind ein Riesenerfolg für den Naturschutz. Ich denke dabei an die geschützten Biotope, ich denke dabei an die Gewässerrandstreifen und auch an das Verbot von Pflanzenschutzmitteln in Naturschutzgebieten. Diese langjährigen Forderungen des BUND sind nunmehr in den Gesetzesänderungen vorgesehen. Wie geht es weiter? Der Landtag wird diese Gesetzesänderungen in seinen Ausschüssen beraten und in der Januarsitzung 2021 des Landtages ist vorgesehen, die Gesetze abschließend zu beschließen. Damit ist aber der niedersächsische Weg noch nicht beendet. Er geht weiter und der BUND wird diesen Weg intensiv weiter begleiten.